Serien zu Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Am Abend des 29.10.2024 gegen 18 Uhr kommt es auf einem Wertstoffhof bei Korntal Münchingen zu einem Brand. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte konnte bereits eine Rauchsäule und Feuerschein ausgemacht werden. In einer abgetrennten Box auf dem Wertstoffhof stand Sperrmüll lichterloh in Flammen und musste von den Einsatzkräften abgelöscht werden. Die Löscharbeiten mussten hierbei von einem Radlader unterstützt werden, um den Müll auseinanderzuziehen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Korntal Münchingen und Ditzingen, unterstützt von der Feuerwehr Ludwigsburg mit einem Tankfahrzeug und eine weitere Unterstützung der Feuerwehr Leonberg mit Atemschutzgeräten, um die Einsatzkräfte vor Rauch zu schützen. Weitere und ausführlichere Informationen findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.